Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Batman Arkham City. Ja, meine Freunde, wir haben jetzt alle Riddler-Trophäen eingesammelt. Noch nicht alle Riddler-Rätsel gemacht. Wir brauchen eigentlich noch zwei Rätsel und dann können wir die Nebenmission mit Riddler beenden. Ja, ich glaube, wir haben auch alle zerstörbaren Objekte gemacht. Ich gucke dann gleich nochmal nach, ob das alles stimmt. Und ja, dann gucken wir mal kurz nach, ob das auch alles stimmt, was ich gesagt habe. So. Wie gesagt, ich rede jetzt nicht über die Catwoman-Trophäen, sondern nur für Batman, genau. So, gemacht. Das ist für Catwoman, genau. Ja, ja, wie gesagt, okay, da gibt es noch was für zerstörbare Objekte, aber das ist... Nur beantworten lässt sich diese Frage nur aus einer ungewohnten Perspektive. Ob du das hinbekommst? Ja, wiederhole ich halt 10.000 Mal. Wir sind jetzt noch ein paar Dämonensiege kaputt machen. Beantworten lässt sich diese Frage nur aus einer ungewohnten Perspektive. Dann das Ob du das hinbekommst? Oder was für eine physische Herausforderung? Dann haben wir es geschafft. Haken, Schub ausschalten, kann ich auch probieren, aber was weiß ich, probier mal irgendwas. Ansonsten stimmt das. Alle Riddler-Trophäen eingesammelt. Ja, gab noch was zerstörbare Objekte. Und ein Rätsel, aber der Rest stimmt schon. So, gut. Das haben wir jetzt nachgeguckt und dann würde ich sagen, dass wir erstmal aus dem Museum rausgehen. Öffnen wir die Tür und gehen weiter. Super. So, wir haben ja auch versucht, die ganze Zeit diese physische Herausforderung zu machen, aber ist nicht so einfach, wie man denkt. Ich verstehe es nicht. Wieso klingeln die Telefone ständig? Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. So. Tja, dann gehen wir mal da rein, würde ich sagen. Weil ich glaube nicht, dass wir jetzt die physische Herausforderung noch hinkriegen. Das machen wir ein anderes Mal. Weil das war schwerer als ich gedacht habe. Das ist eine physische Herausforderung, das mache ich halt ein anderes Mal. Ich gehe jetzt einfach in den Turm rein. So. Ich komme ja auch so in den Turm. Schätze ich mal. Arkham City, Eingangskontrollbereich. Ja, die Regeln haben wir uns schon angehört, die wollte ich nochmal. Ja, ja. Ha, ich habe sogar den Bildschirm zerstört. Sehr schön. Hier waren wir am Anfang des Let's Plays, ja. So. Wollen wir nach? Wo wir jetzt noch hingehen. Runterklettern. Klappt anscheinend nicht. Steht zwar da, aber ich. Jetzt kann ich es machen, okay. Whisky, Alkohol, sonst sowas, Wein, Sekt, sonst sowas. Ich weiß nicht genau, was es davon ist. Oh nein! Was war das denn? Gleich nochmal. Jetzt! Sehr schön! Sehr schön, kann ich gleich hier lang gehen. So, springen wir. Da, als. Ich mach's jetzt so. So runter, dann, genau. So, sind wir jetzt auch hier. Keine Leute. Besser so, als hätte ich wieder einen Raum machen müssen. So. Ich
Hier schon richtig, ja. Also hier ist überall nichts, außer im Turm und Beobachtungsplattform vielleicht. Ja. Dann gehen wir mal hier rein, um die Tür zu öffnen. Hack das Gerät. Hacken Tiger HSP Zentralrechner, Ziel auf Tür zu greifen. Was ist denn das Passwort? Liebschaft. Das Passwort. Und dann müssen wir es hacken, um wieder zuzumachen. Super. Aufzugsteuerung ist das Ziel. Medikation. Yeah. Was auch immer das bedeuten soll. Ich weiß es nicht. Der nutzt, wenn jetzt die Schiffe von Hugo Spellfahrer kommen würde. Ja, der lustig, aber der ist ja tot. Verteilt die Fetzen überall in ganz Arkham City. Wo ich auf die Dämonen-Siegel halt drauf ab. Und halt das Rätsel mit beantworten lässt sich diese Frage aus der bestimmten Perspektive. Genau. Jetzt fehlt nur noch Marshall-Musik. Ah, ist gleich angekommen. Jetzt kommt hier. Ansagestimme. Nächster Halt, Beobachtungsplattform. Vielen Dank. Alles kaputt. Weil Hugo Strange Protocol 11 aktiviert hat und Strom gesprengt hat. Hä? Was war das denn? Ah, das ist Feuer gewesen. Was fliegt denn da runter? So. Dann muss ich wohl hier hochklettern. Und von hier oben kann man natürlich nicht nach unten gleiten, auch wenn das funktionieren sollte, aber wahrscheinlich haben die das so gemacht, damit man nicht von der Mauer wegkommt. Ja. Macht schon irgendwie Sinn. Ich weiß auch nicht mal, wozu das da ist. Für Signale, Antennen oder sowas? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr das, ihr könnt es auch ruhig. Ihr könnt das auch ruhig in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wollt. Jetzt fehlt nur noch dieser Raketen, die Rakete, die aufs Museum geht. Und dann ist es wie im Finale. Naja. Soll alles wiederholt werden, Hammer-Torix. Was stimmt denn mit dir nicht? Kannst du bei neues Spiel Plus haben? Ja, ich weiß. So. So, ich muss jetzt nachholen. Gibt es zweimal Sachen, die man zerstören kann. Wo ich selber nachgucken, wo das ist. Ab geht's nach unten. Ah, hier ist der Mondsiegel. Ah, da muss ich da runter. Ja, super. Ja, dann spring ich gleich mal runter. Hat sich ja richtig gelohnt, dass ich hochgegangen bin. Natürlich habe ich das übersehen. Macht Sinn. Was? Ne, das war nicht das letzte. Jetzt kann ich die Lohre klettern. Das hat sich ja richtig gelohnt, ey. Hätte ich vorher machen sollen, ist egal. Hier ist Beobachtungsplattform, Observation Deck. Ja. Kann ich die ganzen Wege machen, aber dann kann ich nochmal das mit dem Rätsel der Perspektive machen. Das war nämlich hier auch. Mach ich gleich mal den Weg an. Ich weiß nicht, wo das ist. Außer trotzdem, ah, da oben ist es. Wäre fast so cool, wenn man hier runtergleiten könnte. Und da ist ein Zeppelin. Das wird noch für Arkham Knight, vielleicht mehr Arkham Knight, wichtig. Ja. Ah, da muss ich noch eins wäre. Okay, gut. Ich gucke noch was nach. Aber ja. Ich will da jetzt nicht viel sagen, aber natürlich passiert da noch was.
in Arkham Knight. Also natürlich passiert da noch was, ich meine, es hat was, es hat halt was damit zu tun, genau. So, ich rübergleiten. Von dort aus das machen, ja. Ich wollte einfach nur damit sagen, dass es was mit Batman Arkham Knight zu tun hat. Mehr wollte ich eigentlich nicht sagen. So, ich habe es komplizierter gemacht, als es eigentlich ist. Aber was soll's. Gesagt, meine ich, ja. Ihr wisst genau, was ich meine. So, jetzt machen wir mal das Rätsel hier. Wird anscheinend nicht gemacht, weil man dazu die Lack kneifen muss. Ja, hab ich es auch geschafft. So, hätten wir es jetzt auch gemacht. Nur noch ein Rätsel. Serie abgeschlossen. Neue Entwürfe freigeschaltet. Gassen von Wonder City. Wir machen den Dämonensiegel, machen das noch einer wahrscheinlich. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der ist. Den einen haben wir schon gefunden, müssen wir den anderen finden. Und wenn ich ihn nicht finde, ja, habe ich den Salat. Den Salat, Feldsalat, Eisbergsalat, Obstsalat. Rucola-Salat. Naja, ist gut. Und da hoch soll ich natürlich nicht. Dann habe ich irgendwas übersehen. Die Frage ist nur. Was? Ah! Nee, das war's auch nicht. Irgendwo muss der doch sein. Sonst nehme ich ja meinen ferngesteuerten Batarang. Ist der vielleicht weiter oben? Ich glaube nicht. Wo muss er ja sein? Oder habe ich woanders das verpasst? Ah, da war's. Aber was soll's. Ja, gehe ich halt nochmal runter. Da fällt nämlich noch irgendwas ein. Was mach ich denn? So jetzt. Das könnte nämlich auch noch irgendwo sein. Ah ne, es war auf dem Turm. Nein. Komme ich jetzt zurück? Ja. Da steht, dass es auf dem Turm ist. Die Frage ist nur wo. Ah, hier oben vielleicht. Ja? Ja, da ist es, genau. Da haben wir es auch. 12 Dämonensiegel zerstört. Ich glaube, ich habe etwas gefunden, das alle Riddler-Räume verbindet. Sie alle waren mal im Besitz eines Mr. Fiennes. Anscheinend war er eine Art Grundstücksmakler. Wann war das? Bevor Arkham City gebaut wurde. Ist vielleicht etwas weit hergeholt, aber 3 Monate bevor Arkham eröffnet wurde, hat er noch ein Grundstück verkauft. In den Unterlagen steht nicht an wen. Ich schicke dir die Koordinaten. Danke, Oracle. Ich sehe es mir an. Sehr schön. Da. Nebenmission in Enigma-Rätsel. Rette die Geiseln vor dem Riddler. Finde Riddlers Versteck und rette die verbleibenden Geiseln. Riddlers Versteck. Das werden wir jetzt als aktuelles Missionsziel festlegen. Sehr schön. Also hatte ich recht mit den 400 Rätseln. Sehr schön. Habt ihr alles gefunden? Super gut, sehr gut. Jetzt bin ich auch mit dem fertig. Genau, Serie abgeschlossen. Neue Entwürfe freigeschaltet für Wonder Tower. Sehr schön. Die restlichen 40 kann ich immer noch machen. Muss ich ja noch machen. Wird das versteckt. Sehr schön. Jetzt können wir tatsächlich runtergehen. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Und klar habe ich das hier vergessen, hier. Was hier oben ist. Und das, was ganz unten war. Also, das war direkt daneben. Eins war hier, noch eins war hier und eins war dort. Es war voll in der Nähe. Genau. Und eins war da.
Gut. Dann hätten wir das jetzt auch gemacht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hacken wir das Gerät. Mit dem kryptografischen Sequenzer hacken wir Teilgas B-Zentralrechner. Ziel auf die Steuerung. Medikation. Passwort akzeptiert. Wiedersehen. So. Das war's dann erstmal. Sehr schön. Sind wir bei Wonder Tower? Tower of Fundament, genau. Haben es endlich geschafft, haben es endlich geschafft. Ja, finde ich gut. Sehr schön. Sonst sein.
Ja, aber gut, dass ich jetzt noch zwei Sachen gefunden habe, wo das jetzt auch abgeschlossen habe. Also die Sachen, die ich dort einsammeln konnte. Sehr schön. Weil somit kommen wir auch mit das Versteck wo raus hin. So, ich zeig euch mal, wie das geht. Hier, natürlich ist dieser Zaun hier elektrisch hier aufgeladen. Und da kriegt man auch einen kleinen Schock. Aber um da hinzukommen, geht das nicht anders. Also, man feuert den Seilwerfer ab, geht aufs Seil drauf und muss natürlich ein bisschen was abkriegen, um da rüber zu kommen. Ich glaube, ich habe euch das schon gezeigt. Und ich glaube, wir waren hier auch schon. Ich hasse es, ständig beobachtet zu werden. Ich habe dich auch gerade kaputt gemacht, aber ja, verstehe ich. Die ganze Zeit Kameras. Überall zu haben und jetzt gut einbeobachten, ist nicht so schön, ist wirklich so. Auch versteckte Kameras, wirklich so. Vor allem, wenn man es weiß, ist es dann noch schlimmer. Als wenn man es nicht weiß. Ist halt immer so. Ist halt wirklich so. Und immer ist es halt auch so. Genau. Ich glaube, hier habe ich auch versucht reinzukommen, aber erst kommen wir jetzt rein. Genau, öffnen wir die Tür und gucken mal, was wir da finden. Oh je, hier sind die ganzen Geißel. Und grüne Fußabdrücke. Was passiert denn, wenn wir hier das... Es muss noch einen anderen Weg geben. Ja, ich glaube, wenn wir die Tür öffnen, dann die ganzen Sachen hier, die ganzen Dynamit-Sachen, die TNT-Sachen hier in die Luft. So sieht das nämlich aus. Ja, die Tür ist mit Dynamit versehen. Da können wir nicht durch. Ich habe nur gedacht, dass man es ausprobieren kann. Vielleicht wäre es auch Game Over gewesen. So. Ah, hier hoch können wir. Ich habe ja schon das Gitter gesehen. Und öffnen wir mal das Gitter. Ihr wisst doch noch, wie man geht, oder? Riddler, wenn ich hier rauskomme, werde ich dich dafür fertig machen. Hast du gehört? Aber, Mr. Cash, um mich fertig zu machen, müssten Sie sich erst aus dem Schlamassel befreien, in dem Sie gerade stecken. Dann müssten Sie mich angreifen. Und zwar ohne, dass ich vorher den Fernzünder drücken und Ihre primitive DNA im Raum verteilen könnte. Ich tu's. Sie werden es versuchen. Mag sein. Aber ich bezweifle, dass Sie nicht in die Luft gesprengt würden. Oh, und ich hatte noch den Fernzünder erwähnt, den ich hier habe. Ein Knopfdruck, Cash, und Ihr Trottel fliegt allesamt in die Luft. Ich kann die ganze Nacht laufen, Riddler. Gut. Mal sehen, wie es morgen damit aussieht. Oh Mann. Aber der Riddler kann uns auch noch nicht sehen. Nur wir können ihn sehen. Deswegen ist das gut, dass er uns nicht sehen kann. Aber wir können ihn sehen. Was er in Arkham Asylum nicht machen konnte. Da ist Edward Nigma. Und da sehen wir das auch alles. Hier kommen wir nicht hin. Da stehen die ganzen Geiseln. Aaron Cash. Zahnrede? Na, das würde er durchschauen. Ich könnte Pinguin den Hai klauen. An einem Hai würde er doch unmöglich vorbeikommen, oder? Nein, es muss etwas Besseres sein. Zu viele Unbekannte. Was ist, wenn er Glück mit Hein hat? Er kommt daran vorbei. Laser? Ja, Laser. Oder Hunde. Lasst ihn nicht gewinnen, Leute. Hunde mit Lasern. Nein, das ist nicht gut genug. Streng dich an, Edward. Du schaffst das. Die Konversation ist so gut. Die er mit sich selbst hört. Sehr herrlich. Aber was wollte ich sagen? Hier, Ahmed Faro. Obi. Dann sind da zwei Namen durchgestrichen. Martin Pascal, Rebecca Tyler, Joseph Adams und die durchgestrichenen sind Jimmy Han und Kapil Kana. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Okay, dann gehen wir mal weiter. Du hast mich ausgeteilt, ja? Tja, hast du nicht.
Ich baue noch ein Puzzle und du, Batman, wirst darin sterben. Oh, das ist noch nicht vorbei. Nein, das ist nicht gut genug. Streng dich an, Edward. Riddler will, dass wir scheitern. Das. Tut ihm nicht den Gefallen. Aber da sind die ganzen Riddler-Räume, die ganzen Tests und so. Okay, jetzt gehen wir aber wirklich weiter. Da sind die Geiseln, die müssen wir retten. Los geht's. Wir müssen aufpassen, dass die uns nicht sehen. Weil sonst ist es auch Game Over. Riddler hat Sprengladungen an seinen Geiseln angebracht. Wenn sie stehen bleiben, sterben sie. Richtig. Ich kann mich ihnen nicht in den Weg stellen. Genau. So wie Batman das gesagt hat, da muss man aufpassen. Also, sozusagen muss man hinter denen herschleichen, aber auch nicht zu nah sein. Nein. Oh nein. Glaube ich, eine extra Runde. Batman wird uns finden. Ihr müsst nur in Bewegung bleiben. Ja, sehr gut, sehr gut. Hier geht's lang. Ich muss gut aufpassen, wie der Weg ist. So. Jetzt könnte ich. Wie sorge ich dafür, dass er es auf keinen Fall lösen kann? Es ist völlig unmöglich, dass er mich austrickst. Er ist ein Idiot, ein fehlgeleiteter Narr in einem ausgefallenen Fummel. Er hat die anderen Puzzle auch nur mit Glück gelöst. Oder betrogen, oder beides. Sehr gut. Nein, das ist nicht gut genug. Streng dich an, Edward. Du schaffst das. So. Theoretisch können wir hier lang gehen, aber wir versuchen ihn von unten zu kriegen. Er kann uns nämlich noch sehen. So. Und die dürfen uns auch nicht sehen. Oder bemerken, oder. Wir dürfen uns auch den nicht im Weg stellen. So, weiter geht's. Jemand ist schon hinter mir her. Aber ich darf nicht. Ich darf kein Risiko eingehen. Oh nein, da war's. Verdammt. Ich muss eine extra Runde laufen. Die schon mal gemacht. Ach, hier ist kein Risiko mehr ein, ey. Ich behalte jetzt den Detektiv. Ich brauche nur ein perfektes Puzzle. Nur eins. Dann ist er erledigt. Nein, das ist nicht gut genug. Streng dich an, Edward. Du schaffst das. Ich muss jetzt den Detektivblick die ganze Zeit anhaben. Um nachzugucken, wo der ist. Da oben. Jetzt. Sehr schön. Was? Und haben wir dich. Tja, Fail würde ich sagen. Jetzt kannst du nicht mehr das Steuern. Gewonnen. Perfekt, würde ich sagen. Das kann nicht wahr sein. Ja. Erwartest du, dass ich darauf reinfalle, Dark Knight? Ich weiß, dass du mich nicht töten wirst. Stimmt, aber bei den anderen kann man sich dann nicht so sicher sein, oder? Beweg deinen Arsch, Riddler. Du wirst mir keine Befehle erteilen. Muss ich erst aufs Knöpfchen drücken? Was? Nein. Oh, dafür wirst du büßen, Batman. Das Ding funktioniert ganz sicher nicht? Nein. Aber ich wüsste nicht, wieso wir ihm das verraten sollten. Oh, das ist so gut, Ist das gut. Nebenmission Enigma-Rätsel, Riddler ausgeschaltet. Ja, der Riddler. Ist das schön. Jetzt können wir auch hier reingehen. Der Riddler 4 von 4. Sehr schön. Das gefällt mir doch sehr gut. Ich glaube ja nicht, dass du gewonnen hast. Oh doch. Ja, jetzt gibt es nicht so viel zu sehen, aber jetzt kann ich euch das ganz mal ein bisschen näher zeigen. Das waren die ganzen Tests, die wir gemacht haben. Wenn ihr euch daran erinnert, hier. Ja. Genau. Wieder knien. Und das wird deine Schuld sein, Batman! Ja. Das glaube ich kaum. Riddler. Und was da drauf ist? Achso, dasselbe, was auf dem Test drauf ist. Jo, hier ist die ganze Namen. Deadman Walking Dead. Super. Aber sind jetzt wirklich Leute gestorben oder warum sind das die ist nicht vorbei. Keine ich Ahnung. Ich werde hier irgendwie rauskommen. Ich schwör's. Ich weiß. Aber nicht
heute oder nicht jetzt. So, dann können wir den mal ein bisschen ärgern. Das ist wirklich lustig. Das kann nicht nur lustig sein, das ist lustig. So. Wir können uns direkt vor ihm stellen. Und dann, Gotham wird vor dem Riddler niederknien und um Gnade winseln. Ja. Ich lasse ihn noch einmal was sagen und dann stelle ich mich vor ihm. Komm schon. Sag was. Du hast nicht gewonnen, Dark Knight. Okay. Was soll denn das? Du bist mir im Weg. Ja, was denn jetzt? Jetzt häng ich fest. Super. Hä, was war das denn? Da muss ich wohl so lang laufen. Dafür wirst du bezahlen. Ja. Was machst du da? Das ist schon sehr lustig. Geh mir aus dem Weg. Das ist gut. Komm. Was soll denn das? Du bist mir im Weg. Das ist so lustig. So, jetzt reden wir mal mit den Deutschen. Rede mit MPT Eric Hedge. Ich lasse ihn die ganze Nacht marschieren. Und wenn er merkt, dass er reingelegt wurde, werfe ich ihn wieder in eine Zelle. Sehr gute Idee. Lass ihn bei mir, Batman. Zeit, Rache zu nehmen. Oh, auf jeden Fall. Kann ich verstehen. Keine Sorge, Batman. Ich werde diesem Widerling eine Lektion erteilen. Ich werde mich schon irgendwie rächen. Ich lasse ihn die ganze Nacht marschieren. Geh mir aus dem Weg! Und wenn er merkt, dass er reingelegt wurde, werfe ich ihn wieder in eine Zelle. Gute Idee. Wieso hat er uns das angetan? Weil er verrückt ist. Ich hätte nicht mehr lange laufen können. Vielen Dank. Ich hoffe, Cash lässt den miesen Bastard bis ans Ende aller Zeiten laufen. Gute Idee. Ich hätte nicht mehr lange laufen können. Verstehe. Vielen Dank. Wirst du bezahlen? Cash lässt den miesen Bastard bis ans Ende aller Zeiten laufen. Ja. Vielen Dank. Bitteschön. Oh, wieso hat er uns das angetan? Weiß ich nicht. Vielen Dank. Bitte. Gotham wird vor dem Riddler niederknien. Was machst du da? Wie er sich selbst unterbrochen hat. Einfach nur ehrlich. Du kommst gerade noch rechtzeitig. Ja, glaube ich, ja. Ich hätte sicher nicht mehr lange laufen können. Ja, glaube ich. Du kommst gerade noch rechtzeitig. Ich hätte sicher nicht mehr lange laufen können. Das ist nicht vorbei. Ich werde hier irgendwie rauskommen. Ich schwöre. Rechtzeitig. Vielleicht lass mir den mal laufen. Dafür wirst du bezahlen. Ah, so, dann hätten wir diese Nebenmission auch abgeschlossen. Sehr schön. Das können wir uns gleich mal angucken. Ah ne, hier sehen wir uns an. Abgeschlossen, ja, jetzt können wir zu Catwoman wechseln, aber das machen wir erst im nächsten Part. Und ich erwerte meine Theorie recht gehabt, den 400. Sehr schön. Glaube ja nicht, dass du gewonnen hast! Doch. So sieht's nämlich aus. Ich laufe nochmal gegen dich, weil das lustig ist. Geh mir aus dem Weg! Okay, wenn du das sagst. Dann fühle ich dir mal den Gefallen. So, dann gehen wir mal hier raus. Öffne die Tür. Und jetzt sind diese sprengbaren Sachen auch weg. Jetzt kann man jederzeit hier rein und rauslaufen. Und den Riddler besuchen, um ihn zu nerven. Finde ich eigentlich schon besser gemacht als... Ihr werdet alle vor mir niederknien. Und das wird deine Schuld sein, Batman! Ja, ich gehe ja schon wieder weg. Aber was ich sagen wollte ist, finde ich ein bisschen besser als in Arkham Asylum, wo man nur ein Gespräch hatte. War auch cool, war auch lustig, aber das finde ich schon ein bisschen besser. Da muss man sogar ein bisschen kreativ sein und sein Gehirn anstrengen müssen. Und kann ihn auch noch ausschalten und hat noch ein bisschen mehr Dialog und kann ihn nerven. Finde ich wirklich besser als in Arkham Asylum. Und hier? Kann man einfach drüber sprechen, brauchen den Seitenwerfer gar nicht. Super!
Museum. Ja, ich doch nicht. Schon wieder gehen wir ins Museum. Aber ich will hier den Part beenden, daher passt das ja. Wie konnte Sharp so mächtig werden? Was hatte er gegen den Stadtrat in der Hand? Gar keine Ahnung. Kann ich nicht sagen, mein Freund. Obwohl, vielleicht machen wir noch was. Ich will mal ausprobieren. Vielleicht nehmen die jetzt wirklich den Feuerlöscher. Tritt ihn in die Ärsche. Ja, los geht's. Komm. Also, ich wollte mir nochmal das angucken. Wie war das? Konter ein gegnerisches Profil oder den Feuerlöscher so machen, okay. Okay. Nein, nein, das war das Falsche. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir die gute Herausforderung bestanden. Aber dafür. So, jetzt müssen wir noch das da machen. Komm schon. Komm schon, komm. Mach. Yeah! So, jetzt geht's aber. Jetzt haben wir das endlich hingekriegt. Sehr schön. Ich bin sehr glücklich über das Ergebnis. Super. Sehr schön. Somit kann man doch ein paar beenden. Das ist nur ein Trick. Ja, Joker lebt natürlich noch. Ja, das ist nur ein Trick. Hast recht. Habe ich total vergessen. So. Sehr schön, sehr schön. Hat sich doch gelohnt. Hat sich doch gelohnt. Hat sich doch gelohnt. Kann man uns nämlich angucken. Genau. Das haben wir jetzt nämlich hingekriegt. Und das haben wir auch hingekriegt. Super. Super. 1, 2, 3, 4 Sachen müssen wir noch machen. Für Batman. Und dann haben wir es geschafft. Und dann halt noch Catwoman. Aber wir werden im nächsten Part wahrscheinlich zu Catwoman wechseln. Genau. Weil gemacht. Auch gemacht. Alles außer Catwoman haben wir alles gemacht. Dann gucken wir uns die Nebenmission an. Joa. Passt doch. Und hier alles abgeschlossen. 100%. Also für Batman. Ja. Genau. Dann beende ich den Part hier. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Mal mit dabei. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genau. Und dann sage ich noch, Like nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Favorisieren nicht vergessen, teilen nicht vergessen und kommentieren nicht vergessen. Genau. Und zu guter Letzt sage ich noch, I'll be back in the flesh. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.